Moin, willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. So, es steht Auslaufen bevor, und zwar Auslaufen in Richtung des Black Pit. So, erreichen Sie das Patrouillengebiet. Wir machen die erste Mission des Black Pits, nämlich versuchen dann die Fertigkeit, wenn Sie dieses Kampagnenziel erreichen, halten alle Ihre Funkoffiziere eine besondere Fähigkeit, also eine Fähigkeit für Funkoffiziere, die ich so noch nicht kenne, glaube ich. So, ja, zwei Sachen, die wir jetzt eigentlich noch machen müssen. Erstmal, ich zeige euch alles, was wir nun so eingelagert haben. Wir haben Essensvorräte in der Kombüse für 10 Tage. Inklusive Lagervorräte sind es 47 Tage. Heißt, die Kiste ist vollgepackt mit Fressen bis oben hin. Munition, alles. Treibstoff ist voll, Proviant ist voll. Super. So, jetzt speichert es erstmal. Es speichert. Dankeschön. So. Ja, Torpedobeladung ist wie folgt. T3er oben, T1er unten. Ich habe noch 4 T1er im Lager, noch 3x T3 oben im oberen Bereich. Einen T5er, den haben wir uns jetzt vorne gegönnt. So, weil es dann ja doch ein ums andere Mal passiert ist, dass man dann auch von vorne einen T5er hätte zur Verteidigung fahren lassen können. So. Und die T5er, mit denen kann man sich ja schon mal ganz gut verteidigen, muss man sagen. So. Deswegen war zumindest einen T5er vorne drin. Den würde ich aber nur defensiv verwenden. Den würde ich nicht. Den würde ich versuchen, defensiv zu verwenden. So. Und nicht offensiv zu verwenden. Genauso wie die beiden hinten. So. Müsst ihr ja immer dran denken, es wird immer schlimmer auf See für uns. Und deswegen möchte ich eigentlich die T5er hauptsächlich defensiv verwenden. So, das einmal zur Bestückung der Kampfmittel an sich. Dann eine Sache, die ich jetzt noch dringend machen möchte, ist nämlich im Hauptquartier, wenn ich dann jetzt hier auf diese Forscherkarte klicke, das hatten wir letztes Mal. So, wir sollen ja jetzt hier. Nee, warte mal, ich muss erstmal. Wo war jetzt nochmal unser. Wo war jetzt nochmal unser Patrouillengebiet? Wir sind bei BD3 und BD6. Da fahren wir rum. BD3 und BD6. Da fahren wir rum. Jo, und ich glaube, die Milchkuh ist hier vorne irgendwo. Das heißt, es wäre schön, wenn die um zwei Quadranten nach Osten abdrehen würde, ne? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Irgendwie so. Okay. Merken uns mal BD3, BD6. So, merken uns mal BD3 und BD6. Das wäre hier. Und BC2, da ist sie. BD3, BD6. Könnten versuchen. Wir könnten versuchen, dass sie nach BD4 fährt. Wenn sie dorthin fährt, dann wäre sie immer noch in Reichweite für mögliche Ziele, die wir hier oder so ausführen könnten. Wäre sie dann immer noch einigermaßen in Reichweite, aber gleichzeitig nah genug dran, dass wir von hier aus möglicherweise nach BD4 zum Tanken kommen, um nachzuladen und noch mehr Unsinn zu veranstalten. Ich glaube, wenn wir die nach dem BD4 fahren lassen, wäre das eine ganz gute Idee, weil wir müssen das so ein bisschen etwas auf lange Sicht hinweg planen, weil wir müssen da denken, das kostet 13 Ansehenspunkte, das Dingen zu versetzen. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, möchte ich mal sagen. Warte mal. So, Fritz Krämer, ist da sonst irgendjemand, den wir hier. Nein, 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 nein. Doch, den Fritz Krämer, den kann man nehmen. Der hat sonst keinen Sinn. So. Weil 13 Ansehenspunkte ist ja schon mal eine Hausnummer an Zeug. Die muss man ja erstmal haben. Das heißt, wir werden jetzt einmal dieses Gerät verschieben können. So. Akzeptieren, Dankeschön. Wir werden dieses Gerät jetzt einmal verschieben können und danach erstmal nicht mehr. So, das heißt, sie wird auf BD4. In BD4 wird sie irgendwo sein. Das kann man denn. Kann man sich eigentlich direkt irgendwo. Ich schreibe da mal ein M hin. So.
ein stilisiertes M, um mir da selbst einen kleinen Knoten irgendwo hinzumachen, dass dort jetzt ein Nachschubfahrzeug ist. So, da können wir nämlich versuchen, das Ganze mal ein wenig länger aufzuziehen, um eine lange und sehr erfolgreiche Mission dann hoffentlich irgendwie durchzuführen. Also, es geht dann auf in den Black Pit. Genau. Also, und bevor es noch aufgeht, einmal noch möchte ich noch ganz kurz schauen, ob jetzt hier irgendetwas noch im Unklaren seitens der Mannschaft ist. Nö. Alles gut. Vielleicht werden wir auch noch ein paar Leute herausfinden, die dann irgendwann durchdrehen oder so im Laufe der Mission. Das weiß ich nicht. Also ich rechne damit, jetzt möglicherweise eine etwas längere Mission zu fahren. Jetzt, wo wir wissen, dass irgendwo noch ein U-Boot-Versorger rum existiert, der dann für uns noch ein bisschen die Versorgung übernimmt. So, warum ist denn gerade Alarm eigentlich? Nee. Jetzt ist Alarm abgebrochen. So. Genau, und ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir eigentlich alles dabei. Alles am Start, alles ausgebaut. Kaffee ist da, Atemgeräte sind da. Die haben wir in der letzten Mission gar nicht benutzt. Torpedos sind da. Futter ist da. Munition ist auch da. Warte mal, wähl den Kapitän gerade mal ab. Ja, Kombüse ist randvoll. Hauptlager ist randvoll. Es ist eigentlich alles randvoll. Lass mich das gerade nochmal. Ja, das ist auch randvoll. Also ich kann jetzt gerade nichts feststellen, was uns irgendwie fehlen sollte oder so. Deswegen. Dann fahren wir mal ab in Richtung des Black Pits und dann geht es los. Mal auf eine etwas längere Versenkungsmission, um dann mal wirklich ein bisschen, mal wieder ein bisschen was Kette zu geben. Wir hatten die letzten Missionen, sind alles immer nur so Minenlegemissionen und Frachter kontrollieren. Was weiß ich nicht alles. So. Und wir haben jetzt einmal die Mission, dass wir tatsächlich rausfahren, nur um Assi zu sein. So, nur um Assi zu sein. Und für nichts anderes. Um so richtig den Tommies auf die Nerven zu gehen. Genau darum geht's. So, und ich weiß nicht, wie lange wir nun unterwegs sein werden. Ich sehe jetzt hier am Rande, die Milchkuh braucht 8 Tage, 20 Stunden, also 9 Tage im Endeffekt, bis sie dann eingetroffen ist. Bis sie bei unserem M eingetroffen. Die fährt jetzt von da nach hier so los. Einmal so quer durch. Naja, gut. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich auch eine ähnliche Zeit lang brauchen. So, momentan fahren wir hier mit aufgedrehter Dieselmaschine komplett sinnlos durch die Gegend. So. Hat den Vorteil, ihr beide könnt pennen gehen, bitte. Ihr braucht gleich nachher noch irgendwann eure Stärke. So. Hat gleich den Vorteil, nämlich, dass wir hier aus diesem seichten Gewässer raus sind. Weil ich keine Lust habe, dass wir hier in diesem seichten Wattengewässer, nee, weiß gar nicht, ob das Wattenmeer ist, nee, auf jeden Fall hier in diesem seichten Gewässer an Franzosiens Küste quasi, dann noch einmal von Fliegern überrascht werden, wo wir uns nicht richtig zurückziehen können. Deswegen möchte ich so schnell wie möglich diese Gewässer verlassen. So. In echt war es, glaube ich, so, dass die Schiffe tatsächlich mit Schiffen, dass die U-Boote mit Schiffen hinaus begleitet wurden. So, eine ganze Zeit lang. Eben um vor Fliegern zu schützen, vor Fliegerangriffen zu schützen. Und das mit den Fliegerangriffen wird ja immer spannender und immer akuter. So, jetzt 19:01 Uhr. Es geht also langsam die Sonne unter. Ich glaube, wir verlegen gerade mal. Ich glaube, wir verlegen gerade mal nach unten. So, genau. Ihr geht mal bitte. Ihr geht mal bitte alle runter. Und dann schalten wir zurück auf große Fahrt. Lassen das Ganze dann mit E-Maschine fahren. Gut. Und dann mache ich genau hier nach den ersten 10 Minuten eine kurze Cut. Und wir sehen uns dann wieder, entweder wenn wir im Protzolliengebiet angekommen sind oder wenn irgendwas passiert. Einen Augenblick.
Okay, so, da bin ich wieder und jetzt geht's los. So, wir sind gar nicht mal so weit gefahren tatsächlich. Wir sind noch deutlich vor unserem Patrouillengebiet, aber es geht sofort los. Nämlich, etwas muss ich Okay. zeigen. Ich habe nämlich zwei Funkmeldungen abgefangen, die rein per Zufall uns ein wenig in die Hände spielen. Soll ja direkt Spaß machen, dass direkt zwei Funknachrichten sind. Einmal vom 22. August um 12:40 Uhr, U11:08, mehrere weit auseinander liegen. Ja, Rauchwolken im Planquadrat BF446, das liegt genau auf unserer Route. Verdächtiger Konvoi Kurs südwestlich Sendepeilmeldung. Das heißt, BF4 liegt direkt auf unserer Route. BF446 liegt ein wenig nördlicher davon, weil die aber einen Kurs südwestlich haben. Könnten wir eventuell in der Lage sein, die abzufangen. So, wir werden Positionen wiederkehren, solange Übertragung möglich ist. Inzwischen ist die Übertragung nicht mehr möglich. Die Übertragung ist abgerissen, aber Opa Hans hat das bereits für uns geregelt. Wir hören die Brüder nämlich in unserem Horchgerät. So, danach haben wir noch mal etwas. Am 22. August um 18 Uhr auf dem Rückmarsch zum Stützpunkt hörten wir einen einzelnen Propeller. Wahrscheinlich ein Handelsschiff. Planquadrat BF481. Geschwindigkeit langsam, Kurs südwestlich. So, wir haben jetzt den 23. August um 2:13 Uhr. Das heißt, das war vor 18 Uhr. Das war vor, ja, sagen wir mal, circa 8 Stunden. So die Richtung. Hier mal gerade Bestätigt. auf unsere Karte. Das war etwa hier. So, das sind, ja, Kurs langsam, Geschwindigkeit langsam heißt, ich nehme an, der fährt 13 km/h. Das ist das. 3,6. Dann müssten wir eigentlich hier unten irgendwo einen Kontakt noch zu hören kriegen. Das weiß ich gerade aber nicht. Wir werden gerade mal schauen, ob wir da möglicherweise etwas zu hören kriegen oder nicht. Ach, warte mal. Apropos zu hören kriegen. Mach mir doch bitte mal Setzen Sie diese die Station. Brumsel da aus. Weil sonst hören wir nämlich gar nichts mehr. So. Genau. Kombüse ist bereits aus. Das gesamte Boot steht auf Stumm. Maschine ist aus, soweit man sie denn ausmachen kann. Dankeschön. So, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass. Also im Bereich querab höre ich nichts. Im Bereich Backbord querab höre ich nichts. Da vorne, das ist der Geleitzug. Sehr weit entfernt. Ist etwas schwierig zu hören. Kurs südwestlich. Also der einzelne Frachter, der hier rumgondeln soll. Bruder, den finde ich nicht wieder. Den finde ich nicht wieder. Der ist, glaube ich, weg. So, ob der jetzt langsam fährt oder schnell oder was weiß ich nicht alles, ob der vielleicht fliegt und dann irgendwas anderes macht, keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass wir hier vorne, dort nämlich, auf jeden Fall einen Kontakt haben. So, und dieser Kontakt auch relativ, immer noch relativ weit weg ist. Ich würde mal, weil der so leise zu hören ist, 60 Kilometer, 80 geschätzt. Weil er auf langen Welle wirklich sehr leise zu hören ist. Kann versuchen, mit der Frequenz noch ein bisschen rumzuhampeln. Vielleicht die Spitzen noch ein bisschen klarer zu kriegen. Falls es denn Spitzen gibt hier. Aber es ist wirklich sehr, sehr leise zu hören. Man kann also sagen, er befindet sich, wir sagen mal irgendwas von 80 Kilometer voraus auf 15 Grad. Irgendwie so würde ich mal schätzen. Das würde ich jetzt mal so in diese Richtung, würde ich jetzt erstmal vorhalten. Und ich würde tatsächlich auch unseren Kurs erstmal darauf anlegen, um mal diese 80 Kilometer in Volldampf zu fahren. Dann nochmal sehen, wo wir sie dann finden. Die werden dann uns wahrscheinlich ein bisschen voraus sein. Das heißt,
Wir haben dann mal wieder das Problem, dass wir sie wahrscheinlich überholen müssen. Jetzt 2.17 Uhr. Wir können versuchen, diese Nacht jetzt noch ausnehmend gut zu nutzen, indem wir über Wasser fahren und unentdeckt uns schnell voranbewegen. Momentan weiß keine Sau, dass wir hier sind. Wir haben auch noch nicht gefunkt, gar nichts. Wir hatten kein Flugzeug unterwegs. Wir fahren gerade vollkommen unter dem Radar tatsächlich. Nicht mehr der BDU weiß genau, wo wir sind. So. Und das können wir nun ausnutzen, um vernünftig schnell dorthin zu gurken. Warte mal, das U1108. Das U1108. Ich dachte, die wären versenkt worden. Aber sie wurden tatsächlich nur abgeschüttelt, offensichtlich. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, dass die Kollegen nicht versenkt wurden, sondern ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass sie versenkt wurden, aber vielleicht, vielleicht, mit großem vielleicht, kann der Kollege zu uns aufschließen und nähert sich dann von Süden her dem Geleitzug, wenn wir jetzt mit Vollgas drauf zuhalten. Möglicherweise können wir als Zwei-Boote-Gruppe dann dieses gesamte Gedöns abfangen. So, dann, wenn U1108 das schaffen sollte in unsere Richtung, wenn U1108 das schaffen sollte, dann wäre es eine super Idee von uns, wenn wir mit unserem Können dann ein wenig die Verteidigung in Löcher schießen. So, nun U1108 kann sich dann ein Stück an den Frachtern vergnügen. So, wäre doch mal eine Idee. Dann würden wir nämlich den Geleitzug kriegen und dabei noch unanständig viel Torpedos sparen. Und das Ganze noch, bevor wir unser eigentliches Patrouillengebiet erreicht haben. Ist das nicht schön? So. Das mit dem Schön habe ich nicht gesagt. Aber okay. Gut. Wir versuchen mal, schnellstmöglich dieses zu erreichen. Ich überlege, ob ich trotz voller Batterieleistung auf Dieselmaschine schalten soll, um da schnell hinzukommen. Ja, das werden wir auch machen. Normal würde ich versuchen, jetzt die Batteriekapazität auszunutzen, um ein bisschen Treibstoff zu sparen, aber wir müssen da einfach nur schnell hin. Einfach nur schnell hin. Die Nachricht von diesem Geleitzug kam hier, am Ende diesen Kreises. Ich habe hier einen Prüftauchgang durchführen lassen, um zu hören, ob irgendjemand in der Nähe ist. Dem war nicht der Fall. Dann, nach diesen 120 Kilometern, ziemlich genau an diesem Eckpunkt hier, kam dann, oder war es noch etwas weiter voraus? Egal, irgendwie in dem Gebiet auf jeden Fall, kam dann von U1108 diese Meldung. Deswegen haben wir jetzt auf jeden Fall schon ein wenig Zeitdruck. Ich fahre auch die ganze Zeit eigentlich mit den Maschinen auf AK, um irgendwie in irgendeiner Weise da mal rechtzeitig hinzukommen, bevor U1108 in Kämpfe verwickelt wird. Weil wir wollen die Kollegen ja unterstützen, so gut wie es geht. Und es hat sich ja am letzten Discord-Dienstag hat es sich ja dann herausgestellt, dass es doch eine ganz gute Idee ist, wenn man als U-Boot-Wolfspack-Gruppe dann auch mal zusammenhält, so. Bin jetzt eine Stunde lang gerade ausgefahren, genau. Du besetzt mir mal wieder den Funk. Ich glaube, ich möchte mal nachschauen, ob oben hier irgendetwas klar geht. So, ob man irgendwas sieht von oben. Weil ich habe echt keine Ahnung, wie weit wir jetzt noch weg sind oder nicht. Mit dem bloßen Auge lässt sich nichts erkennen. Haben jetzt 4 Uhr morgens. Jawohl, Herr Kaloy. Im Zweifelsfall müssen wir gleich nochmal tauchen und horchen, wo die Schnullis sich befinden. Warte mal, war da was? Ich sehe gerade schon Gespenster irgendwie auf See. Da hält man, jede Welle hält man für eine vermeintliche Rauchwolke, obwohl es halt gerade irgendwie nicht so ist. Ja, aber hier oben ist leider nichts. Gut.
Das ist wohl noch ein kleines bisschen zu früh. Ja, das ist wohl noch ein kleines bisschen zu früh. Gut, dann mal runter mit uns. Und dann schauen wir gerade nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Wenn er einen südwestlichen Kurs hat, dann müsste er ja dort unten nun irgendwo sein. Wenn er einen südwestlichen Kurs hat. Das heißt, es wäre schlau, wenn wir jetzt vielleicht doch eine halbe Stunde Gazella geben. Oder besser nicht. Boah. Sagen wir mal, wenn er diesen Kurs hat. Ich weiß nicht, welchen Kurs er hat, aber südwestlich ist ungefähr so. So. Und wir jetzt auf einen ähnlichen Kurs gehen würden. Von hier aus gesehen, hätten wir von hier aus gesehen eine Distanz von circa 16 Kilometer. Das ist, alleine für Radarzwecke ist das schon ein bisschen knackig. So. Aber ich würde es tatsächlich mal sagen, wir gehen mal auf einen ähnlichen südwestlichen Kurs und fahren dann dort einfach mal so entlang. So. Hauptsache, dass wir im weiten Bogen den Geleitzug umfahren und dann möglicherweise nicht mal auf dem Radar zu sehen sind. Haben ja irgendwie auch eine Radarreichweite von 24 Kilometern oder so. Die sind ja, die Alliierten sind uns ja haushoch überlegen. In Technik und Motivation haushoch überlegen. So. Deswegen ist das alles so ein gewisses kleines Problem gerade. So. Ich nehme mal an. So, das kann man mal wegmachen. So, möglicherweise irgendwo hier zwischendrin, zwischen unserer Kurslinie und deren Kurslinie, müsste jetzt theoretisch dieser Geleitzug sein. Und zwar auch theoretisch an unserer Steuerbordseite. Da vorne erhalten wir Führungshaltermeldungen von U1108. Die sollten wohl auch irgendwo in der Nähe sein, wenn sie nicht komplett abgeschlagen wurden. Versucht der Kollege natürlich weiterhin irgendwie in die Richtung zu kommen. So, davon abgesehen, Milchkuh braucht noch 7 Tage, bis sie auf BD4 ist. Ah, bis dahin, da fließt noch sehr viel Wasser den Rhein runter, bis das mal für uns von Belang wird. Mal gucken. Mal gucken. Jedenfalls, das wird noch, da haben wir noch auf jeden Fall noch einiges dran zu knacken. So, mal noch weiter, weiter, weiter. War das eine halbe Stunde? Nochmal eine Dreiviertelstunde. So. Und nach dieser Dreiviertelstunde möchte ich einmal schauen, ob wir irgendetwas an Steuerbord sehen. Ne. Da ist. Die sind weit, weit weg. Es hätte ja sein können, dass wir aus Versehen uns irgendwie verschätzt oder vermessen haben oder dass die keinen südwestlichen Kurs haben, sondern einen südsüdwestlichen Kurs oder so. Und dann wären wir nämlich jetzt schon direkt in der Nähe gewesen. Aber Tatsache, die sind schon ziemlich weit entfernt. Ich glaube, dann werden wir nämlich auch mal Folgendes machen. Wir schalten mal um auf Blau und verlegen uns mal auf 50 Meter. So. Um gleich ein wenig zu horchen. Um nochmal ein wenig zu horchen. Spulen das Ganze noch ein bisschen vor. Machen mal die Kiste jetzt hier aus. So, Kombüse ist für sein letztes Mal immer noch aus. Opa Hans, du wechselst gerade mal die Funkbude, bitte. So. Und das hört sich doch schon wesentlich freundlicher an. Es wird auch deutlich lauter. Schauen, ob wir die jetzt irgendwo finden. Mittlere Distanz.
60 Grad. 55 Grad circa. Ich krieg sie tatsächlich in den höheren Lagen, kriege ich sie tatsächlich einigermaßen gut rein. Mhm. 55 Grad, 30 Kilometer, schätze ich jetzt mal. 55 Grad, 30 Kilometer. Ohne es gesehen zu haben. Ungefähr da. Und dem Schild des Spiels zufolge passt das auch so ungefähr. Das heißt tatsächlich 55 Grad, 30 Kilometer nach unserem Denken, beziehungsweise nach dieser Faustregel, die ich mir aufgestellt habe, funktioniert das tatsächlich ganz gut. So, das heißt, er ist da. So. Oh, warte mal. Kurlege Kurlitschka, einen Moment. Die Geleitzüge begegnen sich hier. Boah, alter Schwede. Alter Schwede. Hier ist ja Action im Meer. Hier ist ja Action im Meer. Ist ja richtig Action im Meer. Leute, Leute, Leute. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall, also da kriegen wir auf jeden Fall in nächster Zeit Spaß. Wenn der andere Geleitzug genau auf Gegenkurs ist, die genau hier so quer fahren, Alter, dann kriegen wir Spaß. Was haben die denn? Was haben die denn für eine Peilung? Lass uns das gerade mal so ein bisschen. Fühlt sich ja mal, als wenn die was weiter weg wären. Es drängt mich dazu, die auf 15 Grad 35 Kilometer zu schätzen. 40? 15 Grad 40 Kilometer, sagen wir mal. Irgendwo da. Das heißt, er fährt von uns weg und er hier fährt auf uns zu. Was dann natürlich fürs Erste, was dann natürlich fürs Erste ein Problem wäre. Was machen wir denn jetzt? Also am einfachsten lässt sich der hier unten abfangen, weil er durch Zufall auf uns zukommt. Der Kollege meinte aber 8 bis 18 verdächtiger Konvoi. Was meint er denn mit verdächtiger Konvoi? Da fehlt mir so ein bisschen die Meldung, wie viele von welchen Schiffen das sind, die da in diesem anderen Geleitzug fahren. Das wäre schön zu wissen, wie dieser Geleitzug bestückt ist, um ehrlich zu sein. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir schauen uns mal die Bude hier unten an. So, was da so alles drin rumfährt, wenn die nur in Anführungsstrichen normale Schiffe haben, dann können wir die eigentlich auch, ich sag mal, nicht fahren lassen, sondern wir suchen uns die dicksten Pötter raus und verhauen dann ab. So, um ihn zu verfolgen. Weil dürfen wir nicht vergessen, wenn der Kollege sagt, von wegen so. 1108. Verdächtiger Konvoi. Daran hänge ich mich gerade so ein bisschen auf. Und das ist eben dieser verdächtige Konvoi. Und wenn er sagt jetzt verdächtiger Konvoi, dann könnte es das
Dann könnte es das tatsächlich sein. Dann könnte es das tatsächlich sein. Also es ist gerade so ein bisschen ein Rätsel an, was wir uns halten sollen, beziehungsweise was wir dann so machen sollen. Überlege mir aber, dass wir möglicherweise, wenn wir jetzt hier nach Süden kacheln, mal schnell. Wenn wir jetzt nach Süden kacheln. Und zwar auf Schnorchel nach Süden kacheln. Dann müsste er uns ja direkt in die Arme fahren. Dann müsste er uns direkt in die Arme fahren. Dann hat dieser Geleitzug keine Chance mehr, uns zu entkommen. Und da wir gerade rein per Zufall. Nee, wir haben gerade Dämmerung. Das ist eigentlich eher scheiße für uns. Aber wir werden das trotzdem machen. Wir werden das trotzdem machen. Ich will dahin. So, ich will in diese Richtung. Genau. Dann fahren wir so lange noch ein bisschen auf E-Maschine, machen sogar noch E-Maschine große Fahrt voraus. Wir bleiben noch ein bisschen unter Wasser, um so ein Stück die Dämmerung abzuwarten. Und vielleicht die ersten Flugzeuge, die ersten Scout- und Erkundungsflugzeuge, die da am Rumgeiern sind. Das weiß man natürlich nicht so. Mal so eine halbe Stunde oder so. So, stopp. Ach, warte, schau an. Schiffsschraubenmerkaloi, ernsthaft? Weißt du, wer das ist? Das ist die einzelne Schiffsschraube, die wir hier verloren haben. Der fährt jetzt hier unten lang. Wieso haben wir den denn eben nicht gehört? Krass, okay. Gut. Wie sieht jetzt das Menü des Tages aus nach etwa einer halben Stunde? Wir haben an Steuerbord Crab haben wir unseren Geleitzug, den wir auf jeden Fall einmal besuchen wollen. So, warte mal. Stopp. Psst. Ruhig. Ja, und jetzt speichert es auch noch schön zwischen, damit man bloß nichts flüssig machen kann. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Und der andere, der scheint voraus zu sein. War? Wenn der andere jetzt voraus liegt, und zwar sehr deutlich voraus, ich würde sagen, der andere liegt in einer Distanz, die ich nicht weiß, wir sagen mal 30 Kilometern. Auf 10 Grad voraus irgendwie so. So. Keine Ahnung, irgendwo da. Dann müsste er ja einen nördlichen Kurs haben. Jetzt zuerst auf 40 Grad war und jetzt auf 10. Dann müsst ihr einen deutlich nördlicheren Kurs haben. Okay. Wir ziehen uns gerade mal nach oben. 6:30 Uhr. Jetzt ist die Dämmerung zwar noch nicht vorbei, aber ich hoffe gerade tatsächlich, vielleicht so ein bisschen mal eine Rauchwolke oder so zu sehen. Um mal einen genauen Kurs von den Brüdern festzumachen. Wir können das gerade nur. Ich schätze, sie haben einen nördlichen Kurs. So, aber das sind nur Schätzungen und Meinungen. Und die genaue Distanz von denen kann ich jetzt auch nicht ausmachen. Also irgendwie ist das jetzt alles ein Stück suboptimal. So, bitte auf Zero-Tiefe gehen. Ich brauche bitte einen mal an dem tiefen Rudern. Und dann schauen wir gleich mal an, ob wir sie irgendwo sehen Bestätigt. oder nicht. So, er muss ja, wenn, dann ziemlich weit voraus sein. Da sind sie auch. Wir sind sogar noch wesentlich näher dran. 20 Kilometer. Wenn es hochkommt. Die sind wesentlich näher dran. Und sie fahren im
spitzen Winkel zu uns. Die fahren so. Circa. Sie fahren im spitzen Winkel zu uns. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn die im spitzen Winkel zu uns fahren, so, dann sind sie quasi von hier uns nach so unterwegs. Dann fahren sie fast auf 0 Grad. Theoretisch. Dann fahren wir ihnen fast entgegen. Drehen mal um diese 11 Grad. Möchte ich nochmal um diese 10, 11 Grad möchte ich nochmal abdrehen gerade. So. Um diese 10, 11 Grad möchte ich nochmal andrehen. Dann schauen wir das. Gut, dann haben wir da auf jeden Fall das, was wir nächste Folge vorhaben. Und irgendwo quer ab ist theoretisch noch der Geleitzug, den wir jetzt immer noch nicht sehen, weil er immer noch viel zu weit weg ist. U1108 gammelt irgendwo auch noch hinter uns irgendwo rum. Die sind da hinten da irgendwo. Die folgen noch den anderen Geleitzug. Es geht also Schlag auf Schlag. Nächste Folge, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal die Suche nach Stress beendet. So direkt im Anflug sogar auf unser Patrouillengebiet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so dermaßen schnell geht. Und vor allem, dass hier richtig so richtig viel los ist. Aber tatsächlich, es geht richtig ab hier. Gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir haben ja jetzt schon über eine halbe Stunde, bald schon 40 Minuten. Ja, wir haben schon bald 40 Minuten später. Aber okay, das so ist es halt. Genau, so ist es halt. Suchen und finden gehört ja mit dazu. Deswegen, ja, das ist, finde ich mal ganz, ganz schön, dass wir das jetzt einigermaßen erfolgreich beenden konnten. So, und nächste Folge gibt es dann wahrscheinlich richtig was auf die Backen. Fragt sich nur für wen. Bis demnächst. Tschö, tschö. Abo gibt's unten. Vergesst mir bloß nicht meinen Discord-Dienstag, der ist wichtig. Tschö.